Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskopen anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatung an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr, weil dann kommt noch Bankgebühr dazu. Liebe Riella, ich grüße dich. Dieses Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts, aber gar nichts. Das zeigt die Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck und zeigt deinen Seelenplan. Die beiden Mondknoten möchte ich erwähnen. Die beiden bilden sich eine Drache, aber das ist getrennt. Die Kopf ist abgeschnitten und wir kennen nur die Körper. Und das ist die absteigende Mondknoten und zeigt Vergangenheit. All das, was wir in früheren Leben erlebt haben, das sind die Erinnerungen, karmischen Erinnerungen. Das hast du im Steinbock, hier im fünften Lebensbereich. Und das hat ein Bezug zum Kinder, hat einen Bezug zum dein Lebensfreude, dein Kreativität. Der Drachenkopf ist das, was die Seele sucht, weil die Seele braucht das und bekommt neue Erkenntnisse. Die Seele sucht das. Was sucht deine Seele? Das zeigt sich hier im Krebs. Ein Zuhause oder die Mütterlichkeit oder die Bezug zu deiner Mama. Das sind Themen, außerdem Wünsche, Sehnsüchte. Hier hast du Mars im Geburtshoroskop, das wirkt natürlich auch, das ist der Mann und handelt sich auch um Familienleben, um Liebe, Partnerschaft. Diese beiden Mondknoten bewegen sich auch und aktivieren im Horoskop karmische Themen. Ketu, die absteigende Mondknoten, was mit Vergangenheit was zu tun hat, bewegt sich dieses Jahr und Jahr 2020 auch noch im Schütze. Und das sind Themen Neuorientierung oder Ausland, Auslandskontakte, kann auch Sport, Bewegung auch bedeuten. Und hier bei dir ist das die Basis oder dein eigenes Zuhause. Hier aktiviert Vergangenheit. Dieser Drachenkopf, was die Suche ist, was die Seele sucht oder braucht als neue Lebenserfahrung, bewegt sich zu Zeit, also das bedeutet dieses Jahr und 2020 auch noch in Zwillinge. Dann kommen die Zwillingeigenschaften dazu, die Leichtigkeit, etwas spielerisch betrachten, Kontakte, etwas Neues lernen, auch eine gewisse Neugier und Orientierung bei dir Richtung Berufung oder sind Themen wie Zielerreichung, Anerkennung zu bekommen, im Mittelpunkt sein, in Öffentlichkeit stehen. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich und aktivieren etwas im Horoskop. Planet bedeutet auch beweglichen Sternen oder Wandelsterne. Bei Sonnenbewegung ist es so, dass die Bewegung macht eigentlich unserem Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. 1. Mai betrachten wir, wo stehen Sonne, Mond und die Planeten, was aktivieren im Horoskop. Sonne zeigt die Monatsthemen, da sollen wir hinschauen, das sind wichtige Themen, fließt auch die Lebensenergie. Sonne befindet sich im Widder. Das kann Neuanfang bedeuten. Deine Geburtssonne ist auch hier und das symbolisiert dein Selbst, steht aber mit deinem Vater auch in Verbindung, weil Sonne symbolisiert Vater, Mond symbolisiert Mutter. Also kann hier auch um Vaterthemen handeln. In diesem Lebensbereich
sind Themen wie Erbschaften oder ämtlichen Themen, besonders wenn das um Finanzen geht. Und in diesem Lebensbereich lernen wir loslassen oder verabschieden von etwas. Das ist auch eine Art Befreiung. Dazu kommt Thema Sexualität auch noch dazu. Das sind die Erneuerungsprozesse. Hier hast du auch Uranus und da kommen die Veränderungen. Bei Uranus Einfluss kommen unerwartete Ereignisse, Umbrüche und Veränderungen. Die gleiche Thema, so wie ich das bei Sonne beschrieben habe. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt, hat auch mit Bewegung was zu tun, wie Sport, Bewegung, Autos. Mit Mars-Energie können wir uns wehren, uns zu behaupten. Mars ist männlich und bedeutet auch männlichen Person einen Einfluss auf unserem Leben. Das kann Partner sein, Wunschpartner oder jemand von Familie oder ein netter Nachbarn oder ein Kollege. Mars befindet sich im Stier. Also hier kannst du dich behaupten, hier kannst du deine Kraft einsetzen. Themen sind Reisen, Spiritualität, Ausland, Auslandskontakte. Möglich ist, dass du mit diesem Mann Reise planst oder du kennenlernst diesen Mann im Ausland oder er hat ausländische Herkunft oder kommt Nachricht oder Besuch von Ausland und das ist eine männliche Person oder eine spirituelle Richtung, setzt du deine Kraft ein. Dann kommt die Stierenergie dazu, die Ruhe bewahren, das zum Genießen, in Ruhe liegt auch die Kraft. Außerdem überlege, was kannst du verbessern, wenn das um Besitz geht oder um Finanzen geht, steht mit Stier in Verbindung. Jupiter vergrößert, vermehrt etwas, momentan ist rückläufig, das heißt, alles zurückhalten, momentan ist nicht der richtige Zeitpunkt, etwas vergrößern. Jupiter hat auch mit Gerechtigkeit oder einer rechtlichen Lage auch was zu tun. Außerdem bringt uns Glück im Leben, mehr Möglichkeiten, Chancen. Jupiter bewegt sich in Skorpion. Hier bei Skorpion handelt es sich um deine Gefühle, das Transformieren, dass du Angst, Zweifel, Schuldgefühl loslassen kannst und übergehst auf positiven Gefühlen wie Begeisterung oder Hingabe oder Liebe. Also das natürlich belehrt dich Jupiter. Jupiter ist ein großer Lehrer, Guru heißt in indischer Astrologie. Aber nicht nur das, sondern hier vermehrt sich etwas, die Kontakte über Internet oder Medien, Austausch von Informationen oder deine rechtliche Lage, entweder mit der Nachbarschaft oder mit Verwandten. Aber diese Rückläufigkeit bedeutet, entweder halte dich momentan zurück oder hat das mit Vergangenheit was zu tun. Saturn ist der große Lehrmeister und Saturn grenzt uns manchmal ein, ist der Planet Schicksal und hütet der Karma. Saturn ist auch rückläufig und das hat auch mit Vergangenheit, oft mit karmischen Themen was zu tun. Saturn bewegt sich im Schütze und kommen die Schütze-Themen dazu wie Ausland, Auslandskontakte, Neuorientierung und die vierte Lebensbereich handelt sich um deine Wohnsituation. Pluto befindet sich auch hier, auch rückläufig. Bedeutet auch entweder Vergangenheit oder wird etwas gebremst. Pluto zeigt, konzentriere auf die Wesentliche. Es muss etwas noch absterben, loslassen oder kündigen. Natürlich kann das bei diesem Einfluss dazu führen, dass hier wohnliche Veränderung kommt oder eine erbschaftliche Lage, wo mit Immobilien was zu tun hat. Aber Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen, bleib in Kraft, auch in dieser Überzeugungskraft und verabschiede von alles, was diese Kraft raubt. Und das ist gerade dein Basis, dein Fundament. Neptun lässt unseren Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran und dass hier im Wassermann unsere Ideen verwirklichen,
ein Weitblick, ein gewisser Freiraum vermittelt das auch und das erlebst du im Alltag und im Beruflichen. Neptun ist der Planet der Künstler, das kann auch deine künstlerische Begabung sein. Venus verschönert etwas, bringt etwas in Harmonie. Venus ist der Planet der Liebe. Ein Venus-Einfluss kann das natürlich auch auslösen, dass in die Liebe, Partnerschaft etwas kommt oder zeigt uns Frauen unsere Weiblichkeit, unsere weiblichen Energie. Bei Venus-Einfluss ändert sich oft etwas, wie zum Beispiel neue Kleider oder andere Haarschnitt oder Kosmetik. Venus zeigt auch Kunst, Kreativität und weil hier um weibliche Energie handelt, bei dieser Bewegung kann das auch auslösen, dass wir Kontakt haben zu einer Frau oder zu anderen Frauen oder eine Frau hat einen Einfluss auf unser Leben. Venus ist in Fischen. Und aktiviert bei dir Liebe, Partnerschaft, das heißt, als Liebe wird, Venus ist die Liebesplanet, aktiviert dieser Lebensbereich, Merkur, Mond ist auch hier und bei Merkur-Energie geht es um Handlungen, Gespräche und bei Mond die Gefühle, all das ist sehr intensiv. 2. Mai steht Mond mit Venus in Verbindung, hier in Fischen, im Bereich Liebe, Partnerschaft, das aktiviert Liebe, das aktiviert die Gefühle. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung und das handelt sich um Gespräche über Gefühle oder gefühlsvolle Gespräche oder kommt eine Nachricht und das wirkt auf deine Liebe, auf deine Partnerschaft. 4. Mai ist Neumond im Widder, das heißt Mond übergeht im Widder und trifft mit die Sonne. Und dieser Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Themen sind Neuanfang oder Erbschaft oder Loslassen von etwas. Bedeutet auch nachdenklich sein über Thema Sexualität. Gehört auch zum 8. Lebensbereich. 5. Mai ist Merkur im Widder, das heißt Merkur verlässt die Fische und übergeht im Widder. Hier handelt es sich um Gespräche, Handlungen, Termine, Verträge, das kann Erbschaft sein oder etwas, was mit Finanzen was zu tun hat, wie Finanzamt oder Banken oder Versicherungen oder Investitionen. Sechste Mai ist Mond im Stier. Aktiviert Themen, Reise, Ausland, Auslandskontakte, oder Spiritualität oder deine Glaubenssätze. Glaubst daran, dass in die Liebe, Partnerschaft Glück hast. Immerhin ist Mars auch hier. Und das bedeutet der Mann. Oder in welche Richtung sollst du spirituell etwas bewirken? 7. Mai übergeht Mars im Zwillinge. Mars ist deine Kraft. Und das heißt, hier kannst du dich behaupten, deine Ziele erreichen, deine Berufung leben, in die Öffentlichkeit treten oder dass du Anerkennung bekommst. Das ist die Durchsetzungskraft. Möglich ist auch, dass du hier mit einer männlichen Person Kontakt hast, in die Öffentlichkeit. 8. Mai trifft Mond mit Mars, das heißt Mond übergeht in Zwillinge und die beiden treffen sie sich und wirken auch zusammen. Mars ist ein Impuls und bei Mondenergie handelt es sich um deinen Gefühlen. Möglich ist, dass du kannst deinen Gefühlen nicht im Zaum halten oder dass eine männliche Person einen Einfluss hat auf deinen Gefühlen und das ist entweder im beruflichen Umfeld oder in Öffentlichkeit. Möglich ist auch, dass du von diesem Mann Anerkennung bekommst. Im selben Tag steht Merkur
und Uranus in Verbindung. Und das bringt Veränderungen. Veränderungen entweder in einer erbschaftlichen Situation oder all das, was du lernst gerade in dein Leben erneuern, diese Wandlung oder Neuanfang. Und das ist auch das Loslassensprozess, kündigen, trennen, loslassen und lernen, nicht immer alles festzuhalten. 10. Mai ist Mond im Krebs, aktiviert bei dir Themen, deine Sehnsüchte und Wünsche. In dein Geburtshoroskop ist hier Mars, der Mann, und dann auch noch die Mondknoten und das im Krebs, was auch die Gefühle aktiviert. Das kann natürlich auch deine Wünsche, Sehnsüchte sein. Und Mond hat einen Einfluss dazu und das fühlst du auch in diesem Tag. Oder hast du Verbindung zum Freundeskreis und das berührt deinen Gefühlen oder Mond aktiviert diese Themen. Mai übergeht Venus im Widder. Und hier handelt es sich um deine Weiblichkeit oder Thema Liebe, Partnerschaft und das sind die Erneuerungsprozesse. Kann sein, dass du etwas änderst in dein Aussehen oder ändert sich deine Einstellung oder kommt in die Partnerschaft Themen wie Sexualität. Gehört auch zum 8. Lebensbereich. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Halbmond bedeutet Unsicherheit oder Spannung. Wo erlebst du das? Entweder familiär, das wäre die Krebsthematik, oder wenn das um Freundschaften geht, Spannung mit Freunden. Bei Krebs bedeutet auch verletzt fühlen und zurückziehen. Das ist auch möglich, dass du ziehst zurück oder der andere zieht sich zurück und kommt zu Missverständnissen. Oder wenn das um deine Hoffnungen geht, in einen Halbmond neigt man dazu, das Aufgeben und daran nicht mehr glauben. Es erscheint alles so hoffnungslos zu sein. Dieser Halbmond ist exakt um 2 Uhr 12 Minuten. Es fehlt die Erde-Element, die Sicherheit, Stabilität, Struktur. Es fehlt die Bestätigung. 13. Mai übergeht Mond im Löwe. Das ist Rückzug, Geheimnisse, die Geheimnisse des Lebens oder karmischen Themen. Bei Löwe ist das gar nicht einfach, weil Löwe möchte im Mittelpunkt sein. Und hier ist der Rückzug. Das fühlt sich an, wenn man jemand übersieht. Das ist alles im Schattenseite. Bei anderen Tierkreiszeichen wäre das halb so schlimm. Aber Löwe mag das überhaupt nicht, weil Löwe liebt die Glanz und möchte im Mittelpunkt sein. Und das entspricht auch deinen Gefühlen. Auch das Gefühl, du möchtest etwas veröffentlichen oder wahrgenommen werden und du hast das Gefühl, das klappt nicht, du bist übersehen und fühlst dich verletzt und ziehst du dich zurück. Das ist eine zunehmende Mondphase und zunehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas vermehren. 15. Mai ist Mond im Jungfrau. Du hast Jungfrau Aszendent und hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, auch auf dein Aussehen. Und du spürst ganz intensiv deinen Gefühlen oder kommen Einflüsse von außen und das beeinflusst deinen Gefühlen. Dann kommt die Jungfrau-Energie dazu, die Heilung, etwas in Ordnung zu bringen, nach Gefühlen handeln oder Gefühlen annehmen. 16. Mai übergeht Sonne im Stier, ändert sich die Monatsthema. Bei Stier handelt es sich Ruhe bewahren oder
das Leben genießen, etwas verschönern, auch in unserer Umgebung. Und kommt auch noch dazu Themen wie etwas Wertvolles in Besitz zu nehmen oder um Finanzen kümmern. Und im neunten Lebensbereich lernen wir das auch. Das ist auch Bildung, das Schule des Lebens. Außerdem kann hier Themen sein wie Reisen, Ausland, Auslandskontakte, Spiritualität. 17. Mai übergeht Mond im Waage und aktiviert bei dir Themen Werte und Finanzen. Im Geburtshoroskop hast du hier Neptun und Neptun sagt, du kannst deine Träume verwirklichen. Finanziell vorausgesetzt ist, du glaubst daran und unseren Planet Erde bewegte in deinem Geburtstag auch hier im Waage. Gaia symbolisiert unseren Planet Erde und das zeigt, das manifestiert sich auch. Wenn du das glaubst, das kommt auch so und dann die Waage-Energie dazu, im inneren Gleichgewicht bleiben, die Finanzen im Gleichgewicht halten oder durch Kunst und Kreativität zum Geld zu kommen oder durch die Liebe. Waage hat auch mit Partnerschaft was zu tun. 18. Mai ist Vollmond, exakt um 22 Uhr 11 Minuten hier im Waage. Das sind die gleichen Themen. Vollmond beleuchtet das und dann sollte man auch da hinschauen. Im selben Tag steht Venus und Uranus in einer Verbindung hier im 8. Lebensbereich und das kann bedeuten, dass du als Frau änderst dich oder deine Einstellung ändert sich bezüglich auf Liebe, Partnerschaft oder in die Liebe ändert sich etwas. 19. Mai übergeht Merkur im Stier und löst aus Themen wie etwas Lernen, Bildung, Prüfungen oder Fremdsprache oder eine Reise organisieren, planen oder Gespräche führen über eine Reise oder eine Nachricht von Ausland oder spirituellen Themen. Mond übergeht im selben Tag in Skorpion. Wir sind in einer abnehmenden Mondphase und es eignet sich zum Abnehmen und von etwas verabschieden, loslassen. Und hier bei Skorpion handelt es sich um deine Gefühle, Angst oder Schuldgefühl, all diese Gefühle transformieren, loslassen. Wichtig ist auch, dass du die Kontakte überprüfst von Nachbarn, von Verwandten und da vielleicht die Kontakte ein bisschen reduzieren, gerade bei dieser abnehmenden Mondphase. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung. Jupiter aktiviert Themen wie Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit oder eine rechtliche Lage oder gibt dir Chancen, Möglichkeiten, dich zu behaupten. 21. Mai übergeht Mond im Schütze, aktiviert Themen wie deine Wohnsituation oder wenn du etwas gründen möchtest, dann hast du hier die Basis, die Fundament. 22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung und das heißt, nimm deinen Gefühlen ernst, kann auch um Mutterthemen handeln. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung. Und das ist wichtig, dass du alles loslassen kannst, was dich stört, was deine Kraft raubt. Oder wenn du von etwas überzeugt bist, diese inneren Kraft spürst du in diesem Tag. 24. Mai ist Merkur im Diamant und das erlebst du hier im Stier. Das hat Themen mit Finanzen oder Besitz, aber auch Ausland, Auslandskontakte, Spiritualität. Wenn Merkur im Diamant ist, dann klärt sich etwas auf, kommt etwas in Glanz und beschleunigt das alles, die Handlungen oder die Gespräche. Im selben Tag übergeht Mond im Steinbock, aktiviert Themen mit Kindern oder dein inneren Kind, Erinnerungen in deine Kindheit, aber auch Themen wie Lebensfreude und Kreativität. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann,
Halbmond ist Spannung, Unsicherheit im Bereich Alltag oder in deiner beruflichen Situation. Dieser Halbmond ist exakt um 17.34 Uhr. Es fehlt die Feuerelement, es fehlt die Kraft, es fehlt die Mut, es fehlt die Begeisterung. 27. Mai steht Mond und Neptun in einer Verbindung und das lässt unserem Träume leben. Da haben wir mehr Fantasie, Visionen, Vorstellungen. Und das sollten wir auch wahrnehmen und möglich ist es in diesem Tag auch, dass du einen Traum hast und dieser Traum hat eine Bedeutung. 29. Mai übergeht Mond in Fischen und aktiviert bei dir Themen Partnerschaft oder Verträgen. Ist auch möglich. Verträgen steht auch zum 7. Lebensbereich. 29. Mai übergeht Mond in Fischen. 31. Mai ist Mond im Widder. Das kann bedeuten Neuanfang, aber auch Loslassen. Das sind die Erneuerungsprozesse. Thema Sexualität kann auch auslösen. Oder ämtlichen Themen, erbschaftlichen Situationen oder Investitionen, Verträgen, all das, was mit Finanzen was zu tun hat. Liebe Riella, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.